Dann kommen wir jetzt zur kleinen Schachtel von Zoch dieses Jahr. Kartenspielformat. Das Spiel heißt Claro. Claro. Es ist ganz simpel. Ist ja klar. Ne? Es ist ein reines Kartenablegespiel, wenn man es von Mamau her gewohnt ist. Nur hier ist es so, bei Mamau ist derjenige, der zuerst fertig ist, der Gewinner. Hier ist es umgekehrt. Derjenige, der als letztes noch eine Karte legen kann, ist der Gewinner der Runde. Wir haben hier Karten, die einfach durchnummeriert sind von 1 bis 50 und es gibt noch 4 Joker-Karten, also es gibt nur 54 Karten. Jeder Spieler bekommt am Anfang einfach 5 Karten auf die Hand. Es gibt einen Startspieler, der fängt an, eine Karte auszulegen. So, zum Beispiel die 42. Der nächste Spieler kann nur eine höhere Karte legen oder es gibt Karten, die auch Sterne haben. Die 49 kann ich auf die 42 legen, aber es gibt nur 50 Karten. Da wäre ich jetzt mit der 50 als einzige spielbare Karte schlecht bedient. Aber trägt 2 Sternefarben. Und ich kann jetzt auch eine Karte drauflegen, die entweder einen gelben Stern oder einen blauen Stern hat, egal welche Zahl es ist. Also der nächste Spieler könnte jetzt auch hier die gelbe 6 drauflegen. Und so geht es weiter, bis irgendjemand sagt, oh, ich passe, ich bin raus. Und noch jemand passt und noch jemand passt und einer übrig bleibt, der noch eine Karte spielen kann und der bekommt einen Stern. Im Übergang zur nächsten Runde darf der Sterngewinner, muss der Sterngewinner seine Karten, die er noch auf der Hand hat, behalten und zieht nur einfach bis auf 5 wieder auf. Alle anderen Spieler dürfen beliebig viele von diesen Karten, die sie noch auf der Hand haben, abwerfen und wieder auf 5 aufziehen. Und dann geht es wieder in die nächste Runde. Wer zuerst 3 Sterne hat, der hat gewonnen. Man sieht, das ist ganz simpel. Nachziehen tut man nur nach der Runde im Prinzip. Genau, man kriegt während der Runde keine Karten. Man spielt die ab. Es kommt auf die Reihenfolge an. Und obwohl es so simpel ist, ist es ganz schön tricky.